Level Up Geruchs-Challenge. Unsere beiden Kontrahenten, in diesem Fall Timo und Simon, werden jeweils 5 Level Up Geschmäcker aussuchen, die der andere dann am Geruch erkennen muss. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. So, Timo, stellen wir mal alles da hin. Ah, könnte aber schon gemein sein. Fangen wir mal hiermit an. Das Schlimme ist... Kacke, das ist ganz bekannt, ne? Aber es ist so schwer, weil wenn du die Dose aufmachst, du riechst es, aber... Also ich glaube, da käme ich nicht drauf. Sind es die saure Würmer? Swimmingpool war's. Nee, die saure Würmer, Game on the Beach. Sorry, Game on the Beach war's. Entschuldigung. Also, erster Fehlversuch. Dann gehen wir hier auf die zweite. Ich suche erstmal was Einfaches aus. Das kriegt er hin. Ah, das kriegt er hin. Das ist was mit Cola, ne? Weißt du der genaue Name, oder? Cola Coaster. Jawohl! Weißt du, ich habe auch ein bisschen Mitleid gehabt und dachte, so gemein bin ich, ne? Das ist ja ruhig, das ist gar nicht so einfach. Ja. Selbst Cola ist nicht einfach. Okay, so, dann kommen wir zum nächsten. Es wird richtig schwer. Unmöglich. Es ist auf jeden Fall was Sommermäßiges, gebe ich dir einen Tipp. Ich weiß nicht. Was für ein Sommer ist es? Bin ich gerade los? Ist schwierig. Ich weiß nicht. Summer Edition ist es. Oh! Was für ein Sommer ist es? Ich hab's so überlegt. Aber ist schwierig. So, dann guck mal, fangen wir mal hiermit an. Bitte schön. Da kenne ich den. Ne, sage ich jetzt erstmal nichts. Ja, warum liegt man auf der Zunge, ne? Also, geschmacklich einer von meiner Favoriten, sage ich dir, wie es ist. War auch einer von deinen Favoriten. Ah! Ah! Es ist auf jeden Fall Waldmeister. Ja, jetzt brauchen wir nur den genauen Namen noch. Ach, kacke, Mann. Brauchen wir nur den genauen Namen. Farbe? Ah. Green Wizard. Ja, ui. Ja, mit ein paar Tipps, aber stabil. So, dann kommen wir zur letzten Edition. Komm, ich gebe dir mal Tipps. Waren mein Favoriten auch mit drin. Wow, durchgefühlt. Nein. Ist top, meine Top 5. Ja, wir müssen morgen wieder arbeiten. Blue Crush? Falsch, es ist die Halloween Edition. Boah. Ah, die ist schwer. Okay, du hast 2 Stück erraten mit Hilfe, aber 2 Stück. Summer Edition hätte ich noch packen können, Mann. Aber ich brauche ein bisschen, also ich sag mal, so die Standarddinger, glaube ich, sind einfacher vielleicht. Ich werde 5 Dosen aus der Hölle jetzt. Ja, wow. Okay, gut, dann zurückräumen und dann. Ich werde jetzt einen guten Five-Head-Move machen. Ich werde jetzt richtig hops nehmen, nämlich. Simon, Prognose? Ich sag schlechter, weil er will jetzt so richtig die schwierigen Sachen raussuchen. Und außerdem hat er sich auch nochmal Nasenspray reingemacht. Er riecht besser. Ist unmöglich, dass er den draufkommt. Das hier kriegt er noch. Gehen wir mal ganz tief ins Regal. Ganz wichtig. Und jetzt gebe ich ihm seinen Gnadenstoß. Schieße ich ihn raus. So, mein Guter. 5 Geschmäcker sind da. Ich sag dir, wie es ist. Ich bin ein bisschen oldschool gefahren. Mhm. Wir fangen auch hiermit direkt an. Augen zu. Wir sind zu. Jeder bei YouTube weiß, du bist ein kleiner Schummler. Ja. Riecht nach Lemon Loop. Perfekt. Boah. Das hat sofort nach Zitrone gerochen. Ich sag ja, ich bin ein bisschen oldschool gefahren. Machen wir auch damit hier direkt weiter. Packt er nicht. Definitiv nicht. Oh Gott. Schüttel. Ich würde jetzt fast sagen, so eine cremige Note hat es aber. Ich sag einfach mal Ticket to the Camo oder sowas. Hast du getippt? Habe ich mal meinen Tipp, ja. Das ist mein absolute All-Time-Favorite. Triple Queen. Was? Im ganzen Leben? Was? Vielleicht soll ich wirklich mal einen Tingo operieren lassen. Hä? Und dann gehen wir hier direkt mit weiter und jetzt gebe ich dir den Gnadenstoß. Oh, fein. Das riecht einfach gar nichts. Keine Chance. Tot. Nase ist kaputt. Ist es was Fruchtiges? Ja. Da kann ich jetzt echt nicht so viel sagen. Weil ich muss ehrlich mal sagen, das sind alles clean Sachen, die ich habe. Ist was mit Cherry? Irgendwas rote Früchte oder so irgendwas? Nach Erdbeere riecht es aber auch nicht. Also mein Tipp ist Blue Crush. Das ist kein Blue Crush. Ich sag doch den Namen nicht. Mein Tipp ist es. Für dich Blue Crush. Vielleicht gibt es da irgendwo eine Eselsbrücke. Komm da drauf. Komm, reiß dich mal zusammen. Was ist es denn? Pink. Oh, das riechst du aber nicht. Wie soll ich ein Pink riechen? Die anderen sagen so. Komm, gib mir nochmal einen kleinen Aufhänger und rein da. Sag ich auch, ist nicht machbar. Für mich wäre es machbar, für ihn wäre es nicht machbar. Das könnte aber Blue Cross sein, oder? Überleg, wir haben das literweise getrunken. Ist das Nuklear? Nee. War schon mal sehr gut dran, Ebel. Dann sage ich Nuklear. Es ist Nuklear Galaxy. Oh ja, komm. Ja, muss man vielleicht auch mal...
die Nase reinhalte. Ja, komm. Ich lasse es als halben Punkt, lasse ich durchgehen. Ich habe nämlich schon vorne getestet. Da riecht man nämlich einen Unterschied zwischen letzter Geschmack, ich fühle einen halben Punkt, aber weil ich wirklich auf ganz entspannt bin, das, also easy. Ist wirklich easy. Ich will ihn auch, jetzt muss einen Triumph geben einfach. Es riecht nach gar nichts. Es riecht einfach nach gar nichts. Jetzt muss ich wirklich mal über Nasenspray nachdenken langsam. Ich weiß nicht, was es sein soll. Sag was. Cherry, was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich riech gar nichts raus. Was soll ich jetzt einloggen? Ich mach Merp, ich weiß es nicht. Mach ich Merp? Ja, ich weiß es nicht. Schade. Warum? Es war Cherry Lemonade. Was? Hättest du lieber mal Cherry eingeloggt, das wäre der halbe Punkt gewesen, ne? Hättest du den eingeloggt? Ja, ich das riecht aber nicht nach Cherry. Ja, okay, jetzt muss weiß ich so nach Cherry. Scheiße! Das wäre er gewesen, ne? Nein! Und ich war fair. Du musst wirklich sagen, ich war fair. Guck mal, ich war wirklich. Den habe ich sofort gerochen. Ich finde Triple Green. Ich bin sogar ehrlich, Digga. Ich lasse sogar für Nuklear war wirklich sauschwer. Ich lasse sogar für Nuklear einen kompletten Punkt durch. Das ist ja Nuklear Galaxy. Das war ein Big Pull. Das war ein Big Pull. Also Pink. Ja, wenn man es weiß, dann weiß man es. Ne, okay, dann ist es ein faires Unentschieden. So, das war das Duell unentschieden. Ne? Es waren ein paar Reiser dabei, aber es war auch fair, muss ich sagen. War ein gutes Duell. Es war fair, ne? Es war so ein bisschen so Berg und Tal, ne? Mal tief, mal hoch. Aber ihr könnt es daheim auch mal versuchen. Probiert wirklich mal das zu erriechen oder zu erschmecken. So, wenn du es dann gesehen hast, so, dann denkst du so, ja, klar, ne? Aber vorher wirklich. Ich bin raus, ist eine Kugel, ciao. Ciao, tschüss, wir stellen die Dinger zurück.